Ja, war ja klar. Scheiße. Kultbelohnung? Nee, den will ich gar nicht. Ein LaFerrari. Aber so ein Königseck wäre schon schick. Und wenn er nur. Oh, geil. Oh, den habe ich in Forza Horizon, den habe ich geliebt. In Veneno. War doch, glaube ich, der Veneno. Ja, ich glaube. Ein geiles Ding. Haben wir hier noch ein Ferrari? Ich bin nicht so der Ferrari-Freak, muss ich sagen. Dann lieber hier Porsche Spyder, klingt auch gut. Was haben wir hier noch? Noch ein Königsegg. Ja, Gera. Oh, Ford GT, alles klar. Mein Auto. Den liebe ich auch. Zwar eine Heckschleuder wie die Sau, aber den liebe ich. S7 Twin Turbo. Nee, danke. McLaren F1. Ja, war mal gut, finde ich nicht so. Oh, ein Pagani. Aber die sind hässlich wie die Nacht, finde ich. Ja, Aventador. Nee, das war der, glaube ich, aus Forza Horizon 3. Der Aventador, glaube ich. Das war mein absoluter Favorit. Den liebe ich. Noch ein McLaren. Neuer Jaguar. Der sieht auch nicht schlecht aus. Noch ein Pagani. Ich finde die so hässlich, die Kisten. So, und Maserati. Ja, und wo ist jetzt hier mein Gratis-Auto? Kann ich mir jetzt hier eine aussuchen? Ja, dann wüsste ich, welchen ich nehme. Nee. Okay, das ist wohl eine andere Klasse. Was haben wir hier so? Ist eine andere. Ist das wirklich eine andere Klasse? Ja, sieht so aus. Okay, wir fahren. Ford Focus, alles klar? Ach, das ist hier für Drag Race. Ja, mit Fallschirm, ja. Was haben wir noch? Nissan 370. Was? Das ist ein Mustang. Ach so, 2011er Baujahr. Ja, finde ich nicht so schön. Bin zwar der absolute Mustang-Freak, aber es gibt eine Baureihe, die gefällt mir nicht, und das ist genau diese hier. Was haben wir noch? Challenger, Dodge, auch nicht schlecht. Skyline, nicht so meins. Nee, hässlich. Ein Ruf. Porsche Ruf. Okay. Viper. Noch ein Ruf. Der sieht schick aus. Und die Corvette. Corvette ist auch nicht so meins. Gut, okay. Was haben wir noch? Sind das auch zwei verschiedene Klassen hier? Was sind ja eigentlich die? Ach nee, okay. Das sind nicht die gleichen Autos, wollte ich gerade sagen. Was haben wir hier? Ach, das sind die Drift-Autos. Okay. Oh, geil. Das ist mein Auto. Ein Shelby GT 500, Baujahr 67. Geil. Den liebe ich. Jetzt schon. Mazda, was haben wir hier? Ford Focus. Die Ford Focus, die lassen sich ziemlich geil fahren. Charger. Das ist doch hier, da fehlt doch eigentlich nur noch die 1 auf der Tür, die 01 und die Hillbilly Südstaatenfahne auf dem Dach, oder? Hier. General Lee. Sehr geil. Noch ein Mustang. Ja, ist wieder die 11er Baureihe. Ich finde die so hässlich. Nissan 370, Challenger, Camaro. Das ist aber ist der 210er. Das ist hier Bumblebee, oder? Der neue Bumblebee. Ja, aus Transformers. Geil, geil. Z4, nicht so mein Ding, BMW, Nissan. Das ist die neue Version. Ich finde die Schnauzen nicht mehr so schön. Die alten hatten eine schönere Front. M5. Porsche Ruf. Ford GT. Boah, Alter, was ein geiles Ding. Corvette. Viper. Noch ein Ruf. Auch schick. Murcielago. Und der Aventador nochmal. Als Drift-Auto. Also da würde ich ja lieber hier so ein fettes Muscle-Car nehmen. Da hast du, glaube ich, beim Driften mehr Chancen. Aber gut, wir haben Street Race und das heißt, wir müssen. Ach cool, jetzt stehen die hier, die ich ausgewählt habe, oder was? Wir fangen wahrscheinlich hier vorne an. Street Race, ja.
Und da sind unsere Gratisfahrzeuge und da können wir uns jetzt einen aussuchen. Mazda will ich nicht. Okay. Audi TT. Baujahr. 400 PS, 420 PS. Ich glaube, ich würde sogar dann eher den TT. Alter, was ist denn das hier? Wie geil ist das denn? Sehr schick. Oh, hier gibt es auch Motorräder. KTM. Cooper. Ach du Scheiße. Alter, geil. Die Iron 3, 883. Das ist ein geiles Ding. Schön. Abart. Boah, die haben noch mehr so geile. Oh, eine Indien. Oh, Alter, was geile Motorräder. Chief Dark Horse. Oh, genau, ja, so eine will ich haben. Warum kann ich mir kein Motorrad. Ih, nee, die ist hässlich. Warum kann ich mir kein. Ein Hammer. Ein H1. Okay. Warum kann ich mir kein Motorrad aussuchen? Alte Fair Lady. Impala. Oh, auch schön. BMW i-Kotz Escalade. Ah, hier kommen auch jetzt die alten Karren wieder. Camaro, sehr schön. Spider, Mini Cooper. Noch ein Camaro. Mazda. Ah, ja, hier kommen wir der ganzen Sache schon näher. Boah, geil. Boah. Yeah. Golf GTI. Okay. Cool. Mazda, noch ein Charger. Volkswagen Touareg, wollt ihr mich verarschen? Dafür wollt ihr 140.000 Ocken. Ihr habt ja wohl einen Knall. Corvette, alte Corvette, noch eine Corvette. Skyline. Das SLR-Coupé. Schick. Ich stehe auf alte Karren, es tut mir leid. Ich finde die alten einfach schöner. Renault Megane. Nee, aber nur, wenn ich mit meinen Kindern fahren darf. Oh, Grand Cherokee. Aber doch nicht für Street Race, oder? Z4. Noch ein Mustang GT. Aber wieder das scheiß Baujahr. Challenger. Noch ein Z370. Alter, was die hier an Auswahl haben. Echt krass. Was haben wir hier? Alfa Romeo. Das ist der neue 4C. Geil. Nee, das ist der alte. Hä? Hatten die nicht 2017 auch noch einen? Das ist aber schick. Noch ein paar Motorräder. Ducati. Auch cool aus. Kawasaki. Alter, wie viele Autos hier gibt. Hier ist wieder mein Ford Shelby, aber oh, ja. Dann lieber den alten wie den neuen. Was haben wir noch hier so? Oh, auch schick. Fein. Oh, Devora. Auch ein geiles Ding. Challenger, Continental. Kenne ich gar nicht. T-Feuer Sagaris. Sagt mir nichts. SLS. Ziemlich viele Nissans. Oh, geilen Vanquish. Yes. Dodge Viper. Oh, wie cool. Der alte Lambo. F-Type. Auch nicht schlecht. Alter, wie viele Autos und Motorräder haben die denn hier? Ist ja, schaut mal. Das ist ja Hölle. Hier, TT. Ne, ist eine R8. Ah, cool. Noch ein Gallardo. Oder Gallardo. Gut, Ferrari ist nicht so meins. Hier ist noch ein schöner. Mostriago. Der F40, gell? Ja, genau. Porsche. Auch schick. Den sind wir ja schon gefahren. Huracan. Das war doch das Auto von Forza Horizon 3, glaube ich, oder? Das Titelbildauto. Der Huracan.
War ich jetzt gerade gar nicht. Ah, und wieder Ferrari Berlinetta. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir nehmen wir den TT, oder? Oder wollen wir auf den Alter wie viel? Oder wollen wir auf den Muscle Car setzen? Weil hier auf den, also Mazda habe ich gar keinen Bock. Außerdem, wenn ich ihn mal vergleichen darf, 160 PS, 214 km/h zu 420 PS. Alter, hier stecken vier Mazdas drin. Leistungsstufe 114, 112. Komm, wir nehmen den TT. Wir nehmen den schönen Audi. RS Coupé. Kann ich die Farbe wählen? Ja, geil. Aber nur... Gibt's nur Metallic-Lacke? Keine Matten? Gut, dann nehmen wir blau. Oh, Felgen gibt's verschiedene. Nehmen wir die, oder? Sieht mal schön die Bremsscheibe. Hehe. Dankeschön! Jawoll, ja! 12 cool. Neue Aktivitäten. Weißt du noch, wie wir unsere Karren pimpen wollten? Jetzt haben wir alles, was wir brauchen im Haus. Aber kein Flammenmotiv, okay? Warum? Warum nicht? Kann ich jetzt, wie meint er das mit dem Tunen? Was ist denn das hier? Spießerauto. Okay, das ist ein Rennen. Was ist das hier? LA Flucht. Okay, jetzt haben wir hier unsere Prüfung abgeschlossen. Und somit können wir jetzt hier die einzelnen Modi fahren. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Und Classic Herausforderung. Komm, wir probieren es mal. Wegpunkt setzen, Blitzreise. Wir können auch einfach mal... Wer liebt die nicht? Und vor allem, wer würde damit nicht gerne Rennen fahren? Ja, genau ich. Das wirst du tun. Auf einer geschlossenen Strecke. Nur für uns. Cool. Es ist ein Traumrennen. Also genieße es und siege. Das ist schon ein geiler Sound. Ja, jetzt muss ich mit dem TT fahren und alle anderen fahren Oldtimer. Super. Boah, ist der da eben eine Abkürzung gefahren, der Sack. Boah. Heckschleuder. Alter, hier stehen geparkte Fahrzeuge. Wie krass ist denn das bitte? Ich bin schon wieder Letzter. Achso, wir wollten ja auch mal die Kameraperspektive wechseln. Da war ja was. Upsala. Alter. Aber hier Innenansicht, okay. Ja, sieht schon cool aus. Ah, siehst du, jetzt wollte ich die Abkürzung mal. Ja, es wäre eine Abkürzung gewesen.
ich bin so eine Niete in so Autorennspielen. Aber es macht mir halt eine Menge Spaß. Das kann ich halt. Kann ich nichts gegen machen. Es tut mir leid. Alter, ich habe 16 Sekunden plus auf der Uhr. Scheiße. Aber da ist der siebte. Okay, dann ist der erste krass. Erreiche die Top 3. Ja, du bist ein Held. Naja, zumindest ein paar Follower und ein bisschen Kohle. Aber ich hoffe, die Rennen kann man ja hoffentlich wiederholen, oder? Financial District. Fahr weg. Wie, fahr weg? Erreiche 700 Meter. Hey, wie jetzt? Was war denn das? Entschuldige bitte nochmal. Fotograf in der Nähe. Hä, was ist denn das? Kann ich das auch in die andere Richtung machen? Ich muss mal die Perspektive wieder wechseln hier. Ich mit der Innenansicht bin ich nicht so. Aufgabe erfüllt. Einfach. Für yeah. Alles, was du machst, kriegst du Follower. Je mehr Follower du hast, desto mehr coole Dinge kannst du machen und kriegst noch mehr cool. Follower. Und Bugs. Viele Bugs, mit denen du all das coole Zeug kaufen kannst, das wir brauchen. Hörst du das Piepsen? Das ist dein Radar, der anschlägt. Das heißt, dass da eine Live-Belohnung ist, die du einsammeln kannst. Je näher du bist, desto schneller das Piepsen. Versuch sie zu finden. Da. Eine Live-Belohnung? Okay. Ja! Dein Action-Move gerade hat dir neue Follower eingebracht. Mit jedem weiteren kriegst du ab jetzt noch mehr Follower. Also hau rein! So, hier haben wir die Live-Belohnung. Und das jetzt? Radar funktioniert nur unterwegs. Also fahr los, wenn du die Live-Belohnung finden willst. Hey, wie jetzt finden? Ich hab's doch gefunden. Muss ich dagegen fahren? Nee. Hallo, Live-Belohnung. Du hast sie. Gut. Live-Belohnungen gibt es überall und du kannst immer dein Radar benutzen, um sie aufzuspüren. Warte mal, jetzt bin ich hier gerade wieder am. Beute? Wie, was? Beute? Ah, hier, okay. Du kannst die Karte öffnen, um zu sehen, ob irgendwo Aktivitäten verfügbar sind. Du kannst aber auch einfach rumlungern. Okay. So, wie war das jetzt? Stand doch eben nebendran. Ich soll hier hingehen. Performance. Favorit. Okay. Dann kann ich jetzt hier drauf und dann kann ich was einsammeln, oder was? Ja, und, hier, so. Was soll man denn hier auswählen? Hier mal was Neues. Alter, okay. Okay, macht 5 PS mehr. 0 auf 100, warte. Das zeigt er mir jetzt nicht an. Ja, nehmen wir aber trotzdem. Cool. Und hier haben wir was Neues. Nochmal 5 PS mehr. Perfekt. Und hier haben wir was Neues. Neue Reifen. Cool. Aha.
Auch nochmal 5 Fares mehr. Ne, jetzt sind wir wieder. Okay, 2 Punkte mehr in der Leistungsstufe. Alles klar. Nehmen wir. Sehr cool. Haben wir hier auch irgendwas? Performance? Nee, ne? Nee, da haben wir noch nichts. Und hier auch nicht. Nee. Da kann man die noch alle vertunen. Sehr cool. Sehr, sehr geil. So, ich gehe mal gerade auf die Karte. Die nicht die ganze Zeit nur Auto fahren. Was haben wir denn hier? Was ist denn das Highspeed Drifter? Driften ist jetzt nicht so meins, muss ich leider ehrlich gestehen. Radarfalle. Ah, das ist cool, das ist auch wie in Forza Horizon. Da musst du durch die Radarfalle durch. Blitzreise. Wir probieren es mal. Wir fahren mal. Also 180 müssen wir erreichen. Gut, dann brauche ich mit dem Auto einfach nur ein bisschen mehr Anlauf. Oh, hier ist wieder irgendwo. Da haben wir sie. Sieh mal, wir haben Beute dafür gekriegt. Hol sie mir. Sehr geil. Wir können sie sicher brauchen. Die Beute besteht aus Teilen, die wir fürs Tunen nehmen können. Also, immer her damit. Ja, gleich mal einbauen. Performance. Alter, nochmal krasser. Sehr cool. Und neue, was? Aufhängung, okay. Ja, perfekt. Sehr geil. So, dann würde ich sagen, drehen wir mal rum und fahren nochmal durch den Blitzer mit ein paar mehr km/h. Wo war denn die Straße? Ja, Vollgas. Patz hat's gemacht. 231,9. Haben wir geschafft. Bam. Sehr cool. Ach, jetzt raff ich das auch mit dem Kult. Also ich muss Kultstatus erreichen. Und im Moment bin ich noch Neuling. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deines ersten Events. Gold Edition in dem Xbox Store. Season Pass, okay, die machen klar. Ist die Beta, machen ein bisschen Werbung fürs Spiel. Alter. Die Edition beinhaltet Season Pass plus Motorsport Deluxe Paket. Schaut euch mal den Abarth an als Monster Car. Wie krass ist das denn? Sehr geil. Okay, cool. So, jetzt gehen wir aber auf die Karte. Wir spielen natürlich noch was anderes. Blitzer ist aber cool. Also ist wirklich so ein bisschen wie das Forza so aufgebaut. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie ein Abklatsch wäre oder dass ich scheiße finde, dass es ein Abklatsch ist. Nee, ich find's cool. Warum soll man Sachen, die laufen oder die funktionieren, verändern? Finde ich gar nicht verkehrt. Wir machen mal Pazifikküste Powerboat. Ja. Ja, nee, finde ich cool. Absolut. Und Rennen auf dem Meer sind anders als auf Seen und Flüssen. Auch bedienen. Du musst gegen die Wellen ankämpfen. Aber wenn du lernst, sie zu nutzen, sind sie dein bester Freund und tragen dich zum Sieg. Hier?